Ja, wir befinden uns hier auf einer Musterhausausstellung der Firma Baumert Immobilien. Herr Chaya, Wahlkreisabgeordneter in Berlin. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Frage vorweg, Sie kennen den Wohnungsmarkt in Berlin und auch in den Stadtbezirken gut und wissen, dass hier auch verschiedene Ansätze diskutiert werden und praktiziert werden. Welche Stellung haben Sie zum privaten Wohnungsbau? Na, hier in meinem Wahlkreis in Malzow-Kautzow, in dem ich seit 19 Jahren Abgeordneter sein darf, ist das Thema Einfamilienhaus und Zweifamilienhausbau ja ganz präsent. Das ist ja das Prägende dieses Wahlkreises. Wir haben seit über 15 Jahren statistisch jeden Tag eine Grundstücksteilung und jeden Tag zwei Baugenehmigungen. Das zeigt also, dass das Wachstum kräftig vorangegangen ist. Und in den letzten Jahren sind Baupreise gestiegen, in den letzten Jahren sind auch die Grundstückspreise gestiegen, weshalb heute auch noch stärker geteilt wird und dann ein halbes Grundstück eben von einem früheren größeren für den Einfamilienhausbau genutzt wird. Viele gehen auch schon raus aus Berlin, aber das Einfamilienhaussegment ist ein stark wachsendes und ich kann den Willen gut verstehen, gerade von jungen Familien, ein bisschen Ruhe am Stadtrand zu suchen, wenn man innerhalb der Stadt arbeitet oder sonst anderswo in Deutschland oder auf der Welt. Nun ist ja die Firma Baumert Immobilien seit fast einem Vierteljahrhundert in dieser Region aktiv, ich glaube sogar sehr aktiv. Würden Sie jungen Leuten verstärkt raten, mit kleinen Familienunternehmen, die in dieser Branche tätig ist, zusammenzuarbeiten? Ja, die Firma Baumert Immobilien ist ein fester Partner hier in Kautzdorf und Malzdorf, aber auch darum herum. Ich kann mich auf das lokale Engagement der Firma Baumert immer verlassen. Ich freue mich, dass sie allerlei Aktivitäten vom Familienfest und anderen Kiezaktivitäten unterstützen und wie die Veranstaltung hier heute auch zeigt, auch tief verankert sind mit dem lokalen Handwerk und sich gut mit denen verstehen, die dann auch, nachdem man gebaut hat, im Haus immer mal wieder gebraucht werden vom Gaswasserinstallateur oder Elektrounternehmen und vielen anderen mehr. Herr Chaya, wir bedanken uns für das Gespräch und die freundlichen Worte, wünschen Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer Familie. Alles Gute und eine gute Zeit. Dankeschön. Vielen Dank.